Und ob aus der Zweckehe eine Liebesheirat geworden ist, das fragen wir mal auf dem Balkon des Hamburger Rathauses Anja Heiduck, die Senatorin für Umwelt- und Stadtentwicklung. Ist man sich schon näher gekommen, also richtig nah, so wie bei Verliebten? Naja, wie bei Verliebten nicht. Ich glaube, dafür sind Koalitionen nicht geeignet. Wir können aber sagen, die Startphase in der Koalition ist gut gelaufen. Ich sage immer, es ist ein sehr fairer Umgang jetzt auch im Regierungshandeln, wie ich ihn auch aus den Koalitionsverhandlungen schon kennengelernt habe. Aber wahrscheinlich werden wir auch die ein oder andere Belastungsprobe erleben. Da muss sich so eine Koalition auch mal in einem schwierigeren Fall beweisen. Das liegt sicher noch vor uns. Ist das wirklich ein Hamburger Modell? Das heißt, hat man den Eindruck, dass sowas nur hier in der Hansestadt möglich ist? Weil selbst die Koalitionsverhandlungen machten einen sehr harmonischen Eindruck, auch wenn über das ein oder andere Detail natürlich hart gerungen wurde. Ja, also vielleicht zur Harmonie noch mal ein Stichwort. Manche haben ja sogar davon gesprochen, ob wir hier einen Kuschelkurs haben. Da würde ich richtig sagen, nein. Diese Koalition ist, glaube ich, eher davon gekennzeichnet, dass sie sehr lösungsorientiert ist, weil wir als Parteien darum wissen, dass wir auch ganz unterschiedlich ticken und unterschiedliche Grundlinien haben. Um es vielleicht mal so zu sagen, wir arbeiten lösungsorientiert und kümmern uns weniger darum, wer der Gewinner oder die Verliererin ist in der Koalition. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von der großen Koalition im Bund. Aber um den anderen Teil Ihrer Frage zu beantworten, ich glaube, dass das schon insofern eine besondere Situation in Hamburg ist, weil hier die CDU in der Großstadt auch bereit war, sich sehr stark auf inhaltliche Ziele, die wir verfolgen, einzulassen. Das sehe ich derzeit in den Flächenländern und im Bund nicht so. Nichtsdestotrotz gab es auch für die Grünen die eine oder andere Kröte zu schlucken, die bei so einem Koalitionsvertrag ja zwangsläufig auch dazu gehört. Ich sage mal Stichwort Elbvertiefung, ein nicht so sehr geliebtes Thema von Ihnen, fällt auch in Ihr Ressort, weil natürlich die Umweltbelastung durch diese Elbvertiefung, hieß es im Vorfeld, vergleichsweise groß sei. Können Sie jetzt damit leben inzwischen? Also ich finde, man muss da ehrlich sein und sagen, bei der Elbvertiefung haben wir uns nicht durchgesetzt. Allerdings haben, wie gesagt, die meisten Wählerinnen und Wähler in Hamburg dann doch Parteien gewählt, die für die Elbvertiefung sind. Das sind eben außer den Grünen alle anderen. Das Planfeststellungsverfahren läuft dann in Verantwortung der Wirtschaftsbehörde. Wir haben zugestanden, dass wir das jetzt nicht aufhalten und verhindern können. Aber wir sehen schon, dass durch das Ausmaß dieses Eingriffes das alles doch sehr viel länger dauert, als man das ursprünglich gedacht hat. Wichtig ist mir, wir haben aber auf der anderen Seite gerade für die Elbe etwas erreicht, indem wir eine Elbe-Stiftung gründen werden und die ökologischen Maßnahmen, die die Elbe braucht, für die werden wir finanzielle Grundlagen und eine neue Institution schaffen. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger, kleinerer Teilerfolg. Wie schwer liegt Ihnen als Senatorin für Umwelt so der Riese Airbus in Finkenwerder so auf dem Magen? Ist das ein Problem oder auch in der Außendarstellung ist es ja für den Standort Hamburg ein unheimlich wirtschaftlich wichtiger Faktor? Also ich glaube, das darf man gar nicht leugnen und das tue ich auch nicht als Grüne, dass das Thema Flugzeugbau eine ganz hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt hat. Das war damals bei der rot-grünen Koalition unter Umweltgesichtspunkten ein schwieriger Punkt, weil da ging es damals um die Frage der neuen Flächen und der Zuschüttung des Mühlenberger Lochs. Darüber ist die Geschichte jetzt hinweggegangen und dass Airbus dann, wenn das Mühlenberger Loch schon zugeschüttet ist, erfolgreich seinen wirtschaftlichen Fragen nachgeht. Ich finde, das kann man auch als Grüne begrüßen. Man kann dieses Interview nicht beenden ohne die Frage, ob Sie sich das schwarz-grüne Modell auch bundesweit oder in anderen Bundesländern vorstellen können. Aber ergänzend noch, jetzt in Sachen Atompolitik dürfte es ja noch viel schwieriger werden, oder? Also ich finde, das ist ganz einfach in der Frage zu beantworten. Es ist so, dass bei der Atompolitik liegen CDU und Grüne auseinander. Und wenn die CDU das irgendwie zu einem Punkt machen will, den Atomkonsens aufzulösen, kann ich nur sagen, wird das mit den Grünen nicht gehen. Das ist eine klare Haltung, die wir haben, aus einer inhaltlichen Überzeugung heraus, weil ich denke, man darf über die Frage Ökoenergie, so wurde ja jetzt die Atomenergie bezeichnet, nicht die Sicherheitsrisiken vergessen. Ich finde, man sollte die Frage der Kernkraft nicht verniedlichen. Wir haben da eine klare Haltung, da muss sich die CDU zu. Aber Schwarz-Grün ausgeschlossen haben Sie damit ja nicht. Also zu den Bedingungen, die wir in der Energiepolitik formulieren, finde ich es erstmal richtig, dass wir uns eigenständig zur Wahl stellen. Wir stellen da uns nicht im Rahmen von Koalitionen zur Wahl. Aber nochmal, was wir hier in Hamburg machen, sehe ich nicht als Modell oder Beispiel für den Bund. Vielen herzlichen Dank, Anja Heiduck. Und es sind noch nicht ganz 100 Tage, aber dann wird ja spätestens deutschlandweit nochmal Bilanz gezogen.